Ich drehe heute mal eine Runde durch die Stadt und schaue, wo ich überall überwacht werde und wo nicht. Über das Pro und Contra der Videoüberwachung spreche ich unter anderem mit einem Datenschützer und auch noch mit der Gewerkschaft der Polizei. Aber jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg in die Stadt zu den Stadtwerken Bonn. Die SWB haben mittlerweile jede Bahn mit mehreren Kameras ausgestattet, ebenso jeden Bus. Dazu kommen Kameras an den meisten Bahnhaltestellen. Insgesamt sind das weit über 1000 Überwachungskameras. Hier sitzt der Mann, der sieht, wenn ihr an der Haltestelle rumknutscht oder aber auch Mist baut. Und hier laufen die Bilder der Haltestellen dann zusammen in der Leitzentrale der Stadtwerke Bonn. Wie läuft denn die Videoüberwachung ab? Wir nutzen die für unsere betrieblichen Abläufe. Besonderheiten, die uns von außen über den Fahrer oder über Kunden zugetragen werden. Also immer wenn bei uns jemand einen Notruf oder einen Aufzugnotruf drückt, dann schalten sich automatisch Bilder drauf, so damit man sofort einen Kontakt hat, ist da etwas oder nicht. Wie sieht es bei den Bussen und den Bahnen aus? Wir haben in unseren Fahrzeugen mehrere Kameras, sowohl in den Bahnen wie auch in den Bussen. Und bei Bedarf, immer auf Zuruf der Polizei, werden da im Nachhinein Daten gezogen. Wir können nicht von hier aus in die Fahrzeuge schauen. Aber überwacht werde ich nicht nur von den SWB. Jedes Parkhaus, jede Bank und auch fast jedes Geschäft hat inzwischen Überwachungskameras. Welche Voraussetzungen die aber erfüllen müssen, dass sie mich überhaupt filmen dürfen, das kläre ich jetzt mit Datenschützer Gregor Scheer. Herr Scheer, ja, welche Voraussetzungen müssen denn Parkhäuser, Geschäfte, Banken erfüllen, dass sie mich auch wirklich videoüberwachen dürfen? Naja, also Sie dürfen an erster Stelle nur den geschäftlichen Bereich, also Ihre Räumlichkeiten überwachen. Sie dürfen den öffentlichen Bereich außerhalb Ihrer betrieblichen Grundstücke überhaupt nicht überwachen, per se erstmal. Was würden Sie denn kritisch sehen, wenn jetzt an jeder Straßenecke oder an jedem öffentlichen Platz plötzlich Videokameras hängen? Naja, es hängen schon auch Gefahren für die Persönlichkeitsrechte der hier lebenden Bürger damit zusammen. Es gibt Forschungen dazu, die bestätigen, dass etwa Menschen unter Videoüberwachung ihr Verhalten verändern, dass sie weniger Zivilcourage unter Umständen zeigen, dass es auch so eine vermeintliche Sicherheit gibt, die de facto gar nicht existiert. Denn wenn hinter der Videoüberwachung niemand sitzt, der die Kamera auch im Auge hat, dann ist erstmal ja keine Sicherheit erreicht. Würden Videokameras denn überhaupt Straftaten verhindern? Wenn Sie etwa an Sprengstoffattentate denken, wird Videoüberwachung relativ wenig bringen. Ein Selbstmordattentäter ohnehin nicht. Aber wenn es ein deponierter Sprengsatz ist, auch das kann dann natürlich geplant so ausgeführt werden, dass die Videoüberwachung den Täter auch nicht überführen kann. Ob sich die Bonnerinnen und Bonner auch mehr Videoüberwachung wünschen, das frage ich Sie jetzt allerdings erstmal selbst. Ich bin da nicht so empfindlich, was Überwachung angeht. Das ist ganz gut, wir wohnen auch direkt hier. Deswegen ist das schon ganz nett, wenn das hier einigermaßen sicher ist. Ja, hier laufen nachts dann doch ganz komische Wesen rum und wenn da mehr Sicherheit wäre, ja doch. Eigentlich finde ich es, naja, übertrieben. Diese, naja, Angstmacherei. Meistens kommt das ja daher. Nee, ich möchte es eigentlich nicht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil die Menschen sich dann auch darauf verlassen, wenn sie mal alleine sind, dass man die Sachen irgendwie nachvollziehen kann im Nachhinein. Also die Bonner fänden mehr Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen gut, aber jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie das die Gewerkschaft der Polizei sieht. Also die Bürger wünschen sich mehr Videoüberwachung, Sie sich auch? Ja, wir wünschen uns auch mehr Videoüberwachung, weil wir wissen, dass die Videoüberwachung geeignet ist, um erstens die objektive Sicherheitslage zu verbessern und zum Zweiten ist sie natürlich auch geeignet, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verbessern. Also eins wissen wir ja aus Erfahrung aus anderen Ländern, aber auch aus anderen Staaten, dass die Videoüberwachung natürlich geeignet ist, um potenzielle Straftäter zunächst mal davon abzuhalten, Straftaten zu begehen. Also es bleibt so ein bisschen der Zwiespalt zwischen, wer nichts zu verbergen hat, der kann sich auch filmen lassen gegen, ich will nicht dauernd überwacht werden. Aber wenn ich so wirklich ehrlich bin, so richtig entscheiden, kann ich mich da auch nicht.